Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Jetzt geht's. Der Automobilbau ist eine Schlüsselindustrie in Europa. Sie beschäftigt 12 Millionen Menschen, steht für Innovationen, Wachstum und ein Produkt, das individuelle Mobilität ermöglicht. Es muss daher unser Ziel sein, dass die europäische Autoindustrie weltweit spitze und wettbewerbsfähig bleibt. Wir müssen uns aber immer daran erinnern, dass heutzutage in einer globalisierten Weltwirtschaft der Grad zwischen Anreiz zu Innovationen und die Bestrafung für wirtschaftliches Handeln sehr, sehr klein ist. Und wir am Ende auch noch die besten Produkte auf der Welt exportieren und nicht etwa nur Produktionsstandorte verlagern. Ich will mich auch nur auf den CO2-Aspekt, der ja mit Sicherheit einer der wichtigsten ist, den wir diskutieren, konzentrieren. Die Lifestyle-Kritik, von der Herr Verheugen gesprochen hat, ist längst ein unerträglicher Bestandteil in der europäischen Klimaschutzdebatte. Es ist in individuelle Lebensstile zu kritisieren. Claude Turmes hat das gerade gesagt, nur indem er 2 Tonnen Limousinen erwähnt. Wenn wir die vom Markt nehmen, was ihr am liebsten tun würdet, wären die CO2-Minderungen kaum messbar, der volkswirtschaftliche Schaden allerdings gigantisch. Und ein Wort noch zu der CO2-Verordnungsvorschlag, der da jetzt auf dem Tisch liegt. Herr Verheugen hat hier gerade deutlich gesagt, dass es ihm eben genau daran nicht gelegen war, eine Lifestyle-Kritik-Verordnung auf den Weg zu bringen. Wenn ich mir die Strafzahlungen anschaue, die jetzt auf dem Tisch liegen für minimale Grenzwertabweichungen, dann hat die Kommission aber meines Erachtens eben genau das getan. Und an der Stelle wird eben eine Verordnung von uns hier diskutiert und erlassen, innovationsfeindlich. Denn das Geld, was die Automobilhersteller dort zahlen müssen, brauchen sie für Innovation und Forschung. Vielen Dank.